Ja, nach der letzten spannenden und aufregenden Folge würde ich sagen, gönnen wir uns mal ein wenig Ruhe, indem wir das Pulverfass hier mitnehmen. Okay, das wäre, glaube ich, bei dem ganzen Stress, glaube ich, nicht, hätte es nicht funktioniert, das Pulverfass zu stehlen. Aber wir haben's. Fehlt uns nur noch eins, um die Mission abzuschließen. Aber hier sehe ich gerade, hier ist ein Aussichtsturm. Den werden wir mal erklimmen. Ja, von außen, Edward. Von außen. Und alle hopp. Da ist aber, glaube ich, irgendwie eine Kiste oder sowas drin. Kann das sein? Das ist so am Glänzen, am Leuchten. Ja, ich glaube schon. Jawohl, da haben wir sogar direkt noch eine Kiste gefunden. Das ist sehr schön. Die nehmen wir noch mit. 5 von 22 Truhen haben wir jetzt in Nassau. Hallo. Und den Aussichtsturm natürlich. Den nehmen wir auch noch mit. Und synchronisieren das Ganze. Ein weiterer Blick auf Nassau. So, auf geht's dann zum nächsten Pulverfass, was wir besorgen müssen. Und da können wir natürlich nicht so einfach rein, weil ja klar, das ist ja Sperrgebiet. Aber wir können uns das Ganze schon mal angucken und schon mal die Gegner so ein bisschen markieren. Ich hoffe, das läuft ein bisschen besser wie in der letzten Folge. und nicht so chaotisch. Auf jeden Fall ein bisschen weniger von Leutchen, die wir da. Die sind auch ein bisschen vereinzelter, also ein bisschen weit verstreut, dass man die so ein bisschen besser erledigen kann. Den nehmen wir direkt mit hier. Wow! Fuck! Na, das geht ja schon wieder gut los. Na, es geht ja schon wieder sehr, sehr gut los. Ich renne mal ein bisschen weiter weg. Das ist. Ah, Gott, Mann! Wow, warum ist er so schnell? Wow! Warum? Aua! Warum ist er denn. Wow! Warum ist der Typ denn so schnell? What the fuck? Du schießt nicht, hast du mich verstanden? Ja, also natürlich jetzt in heller Aufruhr, ne? So, aber hier lief einer noch rum. Wo ist der hin? Lief auf jeden Fall gerade noch einer rum. Okay, da hinten, aber die interessieren uns nicht. Ah, das fing ja schon wieder gut an. Das ist ja schon wieder atemberaubend. Mein Gott. Aber, wie wir sehen, sehen wir nichts, denn wir sehen nur ein paar Leutchen. Die anderen werden verschwunden sein. Das heißt, wir können eigentlich ganz, ganz locker das Pulverfass stehlen. Denn die sind beschäftigt da mit ihrer Schießerei. Der einzige, der uns gefährlich werden könnte, wäre der Typ da. Da müssen wir uns aber erstmal irgendwie anschleichen. Oder ihn einfach mal in den Fuß schießen und betäuben. Hallo! Genau. Wow, aber da ist einer auf dem Turm. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Schauen wir mal. Nein! Nein! Ich wusste es. Mann, das hätte auch so. Warum auch einfach, wenn es auch schwer geht? Ne? Naja. Na, dann wollen wir mal flüchten. Kommt doch, kommt doch. Oh, da sind noch mehr Gegner.
Ah, und da sind noch mehr links. Natürlich gehen wir wieder zurück und beeilen uns. Vielleicht kommen wir dann an das Pulverfass ganz schnell. Das will ich jetzt unbedingt schaffen. Das kann doch nicht so schwer sein, als eben das Pulverfass da mitzunehmen. Ah, oh, what the fuck! Oh, wie viele da mit dem Gewehr unterwegs sind. Das gibt's doch nicht. Haben wir den aber schon mal erledigt? Oh, hallo, lauf weg, lauf weg. So. Bisschen Action hier bei Assassin's Creed ist ja auch mal gut. Wow, Edward muss nachladen. Ja, super, was ist das denn für eine Aktion gewesen jetzt? Und hier und bam in die Presse und rechts und links und rechts rum und links. Und du hast nichts gesehen, hast du gar nichts hast du gesehen. So, jetzt haben sich alle wieder beruhigt, alles wird okay in der Stadt und alles ist super, alles ist schön. So, und jetzt nehme ich das Pulverfass mit. Also. So, darf ich denn jetzt nochmal nachladen? Wie lädt man denn hier nach? Okay, hat er anscheinend schon. Probieren wir das Ganze jetzt doch nochmal aus. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Gucken wir mal. Bring da runter. So, jetzt stehlen wir das Pulverfass. Alles ist schön, alles ist super. Und wir haben's. Sehr schön, Mission beendet. Yeah! 4 Wachen mit einer Attentatserie töten. Ja, super. Blasrohr gegen Wachen einsetzen. 10 von 10, das haben wir natürlich grandios gemeistert. Und unser nächstes Missionsziel wartet schon auf uns. 6 von 7 Aussichtspunkte haben wir in Nassau. Dann werden wir mal zu dem nächsten gehen. Der ist da, glaube ich, links. Weil das wollen wir dann auch schon mal abschließen, wenn wir schon einmal hier bei sind. Machen wir das doch direkt mal. Aber hier links ist Sperrgebiet, fällt mir gerade auf. Ach, schon zu super. Und der ist auch noch da oben. Egal. Wir werden den trotzdem synchronisieren. Ist mir jetzt egal, wenn ich schon einmal hier bin. Hallo. Kletter da hoch. So. Dann haben wir ihn. Den Synchronisationspunkt, den letzten in Nassau. Und somit haben wir komplett Nassau aufgedeckt. Oh, guck mal, da sind ein paar. Schau mal, da sind ein paar Sümpfe. Okay. Kann man da beide treffen? Nein, nur einen. Okay. So, wir werden mal zum nächsten Missionspunkt gehen. Ist sogar hier ganz in der Nähe. Vielleicht ist sogar hier dieses Haus sein nächstes Missionsziel. Schauen wir mal. Ja. Der ausrangierte Kommandore. Und los geht's. Na los, Jungs, ihr trödelt. Dieses verfluchte Hanf. Lieutenant. Hanf. Kann man rauchen. Hi, Sir. Der Kommandor befürchtet einen Aufruhr. Seine Befehle lauten, jedes verdammte Piratenschiff im Hafen zu versenken. Heute Nacht. Gegen die Wünsche des Gouverneurs? Das ist ein direkter Befehl, Soldat. Geht auf der gestrandeten Galeone in Stellung und wartet auf die Befehle des Kommodors. Ist das klar? Aye, Sir! Der hinterhältige Bastard. Man sollte dem Kommodor die Kehle aufschlitzen, bevor er den Befehl erteilt. Denkst du das? Sonst treiben wir bei Tod im Wasser. Na gut, ich töte ihn. Ihr seid des Wahnsinns. Ich will nichts mit dem Mord am Kommodore zu tun haben. Er ist ein Mann des Königs. Wir dürfen nichts riskieren. Na los, ich werde auf dich warten.
Ja, der Kommodore muss definitiv sterben, bevor er die ganzen Schiffe versenkt von uns. So, dann wollen wir mal die Wachen verfolgen. Das heißt erstmal ein wenig. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Weiter! Ein wenig verfolgen. Böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Ja, super, das ist auch noch Sperrgebiet. Viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Und die beiden Männer tot. Ja, bin er schon weg hier. Mein Gott, fuck. Fuck. Ja, super. Ganz toll. Ah, das geht ja schon wieder gut los. Vielleicht sollte ich doch über die wandern. Ja, und ihr dürft euch natürlich drauf freuen, denn bald ist es soweit. Watch Dogs. Knapp 2 Wochen noch. Dann erscheinen Watch Dogs und ja, es wird mein nächstes Let's Play werden. Definitiv von der Story her. Sir, wir haben Informationen für den. Wow! Stop. Ich sehe mich doch nicht, oder? Nein, ich sehe mich nicht. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamber. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Meine Güte, ey! Gibt's doch nicht. Mann. Ah. Ja, dann wollen wir das Ganze nochmal versuchen. Irgendwie. Wow. Vielleicht versuchen wir das Ganze mal links lang oder so. Weil es ist da einfacher. Wir haben Informationen für den Commodore. Es ist sehr dringend. Viel böses Blut zwischen den beiden Rogers und Chamberlain. Wo ist das Problem? Der Commodore hält nicht viel von Zivilisten, glaube ich. Und es geht das Gerücht um, dass Rogers eine Art Jakobiner ist. Oder schlimmer noch, katholisch. Da kann ich mir Schlimmeres vorstellen. Oh. Und die beiden Männer tot. Mein Gott, fuck. Na, ah, lauf, Edward, lauf. Hier da, kommt da hin, los, kommt da vor. Der Commodore hat eine Aufgabe für euch. Einstürm. Ja, ich weiß. Fast zu weit weg von denen. Mein Mist aber auch. Ich will jetzt nicht die Mission gefährden hier. Ich hörte, wie der Kommodore sagte, der ihn Heiden nannte und sonstige Dinge. Warum streiten die beiden denn so? Mann, du willst doch nicht den Zorn des Gouverneurs auf ihn ziehen. Der ist irgendwie komisch. Na, ich habe eigentlich viel mehr Angst vor dem Kommodore. Sehr ernster Mann. Kein bisschen Humor. Immer noch die Wachen verfolgen, die laufen aber jetzt in einem Sperrgebiet. Ja, und zwar genau da unten rein, ja, super, klasse. Toll. Naja, ich würde sagen, wie es da ist jetzt weiter, wie es da weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Black Flag. Also, bis demnächst. Tschüss.